Ja, da würde ich den Kilian aber trotzdem bitten, weil es natürlich auch teilweise so Satzungsgeschichten sind, die da zu tragen kommen, in den verschiedenen Einnahmenstufen, weil sowas natürlich ganz, ganz stark davon abhängt, was ein GEMA-Mitglied einnimmt. Das wissen Sie auch. Sie wissen, Sie kennen die Zahl auch, dass von den ca. 3000 ordentlichen Mitgliedern ca. 60% der GEMA-Einnahmen auch eingespielt werden. Und dass das natürlich auch mit der Stimmberechtigung zu tun hat. So, willst du dazu vielleicht noch irgendwie ein bisschen stärker ausführen? Vielleicht kommen wir dann auch noch zu der Delegiertenanzahl und auch der Erhöhung der Delegiertenanzahl, die wir ja letztes Jahr vorgeschlagen haben. Also warum ist das so? Naja, es ist so, weil es im Urheberrechtswahrnehmungsgesetz so angelegt ist, ja, dass Verwertungsgesellschaften verschiedene Formen der Mitgliedschaft anbieten. Das gibt es, wie Sie aus Ihrer Praxis wissen, auch bei praktisch allen anderen Verwertungsgesellschaften. Das habe ich nicht gelesen. Okay. Schauen wir mal, im Urheberrechtswahrnehmungsgesetz. Mein unabhängig davon ist also der Gedanke, der dieser Regelung zugrunde liegt, ja, dass eben die Verwertungsgesellschaften wie auch die GEMA verpflichtet sind, jedermann, der einen Berechtigungsvertrag bei uns unterschreibt, auch als Mitglied aufzunehmen. Unabhängig von der Frage, ob er also tatsächlich dann kulturschaffend ist oder nicht, oder ob er große oder kleine oder welche Form von Beitrag er zu dieser Solidargemeinschaft eben erwirtschaftet. Und aus diesen Hintergedanken gibt es eben zwei, also sagen wir, grundlegende Formen der Mitgliedschaft, nämlich die außerordentlichen angeschlossenen Mitglieder einerseits und die ordentlichen Mitglieder andererseits, die, ich meine, Sie haben gesagt, Sie haben sie im Prinzip alle präsent, davon abhängig sind, ob man eben ein gewisses Mindestmaß an Aufkommen über einen gewissen Zeitraum erwirtschaftet. Und die Interessen der außerordentlichen und angeschlossenen Mitglieder werden in der Mitgliederversammlung durch Delegierte repräsentiert, also sozusagen ganz normale repräsentative Demokratie, die in einer entsprechenden Versammlung von ihren angeschlossenen und außerordentlichen Mitgliedern gewählt werden. Das ist keine repräsentative Demokratie, sondern eine repräsentative Demokratie. Lassen Sie doch mal kurz sagen, dass Sie die Satzung hier in diesem Punkt mal zum Beispiel mal verändern. Lass sie doch mal aussehen. Das ist ja nur eine Beobachtung. Es ist eine repräsentative Demokratie, weil eben die außerordentlichen Angeschlossenen ihrer Vertreter in der Mitgliederversammlung wählen und die haben alle demokratischen Rechte, die auch den ordentlichen Mitgliedern zustehen und können dort Anträge einbringen und alle haben alle Möglichkeiten zur Gestaltung des Vereins beizutragen. Mit wem ist das Recht? Wieso denn mit wenigen? Es würden 500 ordentliche Mitglieder kommen und es gibt das Maximalquorum von 150 Delegierten, die sich auch alle aufgestellt hätten, natürlich, was nicht der Fall ist, 68 ist, glaube ich, dieses Jahr. Ja? Dann würdest du lediglich das Problem haben, dass 150 Delegierte mit demselben Stimmrecht wie 500 ordentliche Mitglieder da sitzen, die aber natürlich sicherlich als 150 Personen mit derselben Stimmberechtigung kein positives Pro für sich erzielen können. Dann geht es eher um Minderheitenschutz, wenn überhaupt, genau. Nicht um Mehrheitsverhältnisse. Also, zweierlei. Vielleicht darf ich es nochmal korrigieren, es sind derzeit 64 Delegierte der außerordentlichen angeschlossenen Mitglieder. Und wir haben natürlich auch im Nachgang, also zur Enquete-Kommission Kultur in Deutschland, und auch grundsätzlich uns überlegt, was wir machen können, um die demokratische Teilhabe der außerordentlichen angeschlossenen Mitglieder bei der GEMA zu verbessern. Und wir haben hier relativ weitreichende Vorschläge auch der Mitgliederversammlung unterbreitet. Paradoxerweise hat die Versammlung der außerordentlichen und angeschlossenen Mitglieder selbst, und glauben Sie es oder nicht, aber einer weiteren Erhöhung der Delegierten auf jenseits 64 nicht zugestimmt. Wir hatten weiterreichende Vorschläge gemacht und es war im Wesentlichen, wie soll ich sagen, also getrieben auch von der Erwägung, also am Ende des Tages, ich weiß nicht warum, diejenigen, um deren Rechte es hier geht, sind aufgestanden und haben gesagt, wir wollen nicht mehr als 64. Es hat mich auch erstaunt, nur es war sozusagen der Entschluss, warum die Situation momentan so ist, wie sie ist.
Und es ist mir eben schon sehr wichtig, in diesem Zusammenhang auch nochmal darauf hinzuweisen, wie die Abstimmungsverhältnisse in der Mitgliederversammlung sind. Sie bekommen nämlich einen Antrag, also wenn Sie sagen Minderheitenschutz, nur durch, wenn in allen drei Kurien, Sie wissen, wir haben Komponisten, Textdichter und Verleger, wenn in allen Kurien eine Zweidrittelmehrheit für einen Antrag stimmt. Das heißt, die Möglichkeit, einen Antrag abzulehnen oder anders zu gestalten, ist auch für eine Minderheit ausgesprochen gut, weil nur ein Drittel in einer Kurie sich hinsichtlich eines Antrags oder eines Vorschlags so entscheiden muss und dann haben sie die Macht. Und das ist, muss man eben, glaube ich, in einem Kontext auch sehen. Das sehe ich auch so. Nicht, weil, soweit ich weiß, als wir das benötigte Vorschlag noch der jetzt auf der Tagesordnung für 2012, der besagte lediglich, dass, glaube ich, eine, in einer Kurie oder in den drei Kurien beschlossenen und betroffenen Entscheidung nicht mehr zwingend auf der Hauptverhandlung vorzutreten sein muss. Das heißt, die außerordentlichen Mitglieder oder Anschlussmitglieder werden auch in der Lage, innerhalb ihrer Systeme Entscheidungen zu betreffen, die der Hauptversammlung nicht mehr von der Hauptversammlung nicht mehr zu korrigieren sind. Also von daher, wenn der Vorschlag angenommen wird, gibt es da also weit weniger Probleme, als man so denkt. Und vielleicht noch ein Aspekt, weil also wir haben, es ging nochmal um die Frage, also Teilnahme, ich glaube, das ist die Frage, die jetzt auch bei Ihnen auf dem Pad gestellt wurde. Grundsätzlich, also haben Sie recht, ist die Hauptversammlung, also den ordentlichen Mitgliedern und Delegierten vorbehalten. Aber, und ich spreche nicht offiziell als Vertreter der GEMA, aber meine Beobachtung aus den letzten Jahren ist, dass alle außerordentlichen und angeschlossenen Mitglieder, die gefragt haben, ob sie kommen dürfen, auch kommen dürfen. Das heißt, wir haben jedes Jahr entsprechende Teilnehmer auch. Also es geht uns eben genau nicht darum, unsere eigenen Mitglieder hier auszuschließen, sondern es wird jedes Mal über den Gesamtkomplex eben Teilnahmen abgestimmt, also wer darf kommen, Presse, was weiß ich was. Ja. Einfach aus meiner Beobachtung aus der Vergangenheit wurden auch sämtliche außerordentlichen angeschlossenen Mitglieder, die nicht Delegierte waren und gerne kommen wollten, zugelassen. Also einfach, wir machen da nicht die Schotten dicht. Ja. Das sind ja unsere Mitglieder. Ja, welchen Paragraphen wollen Sie gerne machen? Wollen Sie noch einen Paragraphen? Also ich nehme mit dem Urheberrechtswahrnehmung lässt sich in der Öffentlichkeit natürlich wahnsinnig schlecht verkaufen, so eine Struktur, muss man ganz ehrlich sagen, weil die natürlich immer in der Wahrnehmung nach draußen mit einer wahnsinnigen Klassifizierung einhergeht, die fatalerweise natürlich dann darauf festgenagelt wird, dass hier mit Schätzungen gearbeitet wird. Also beide Sachen, die sich unglaublich schlecht verkaufen, ich würde natürlich nicht verstehen, warum der Verein nicht das Interesse hegt, einen Zustand zu ändern, der sich so wahnsinnig schlecht verkaufen lässt. Also was Sie nicht vergessen dürfen, ist, dass man ja sich anmelden kann als GEMA-Mitglied mit einem Werk, das man kontrolliert hat, egal ob das jetzt benutzt wurde oder nicht. Also es ist, da ist kein Regulativ an der Stelle. Das meine ich nicht. Ich meine, für den Verein, der ja dafür da ist, wie er natürlich steht, das Beste für seine Mitglieder herauszuholen, wäre es natürlich sinnvoll, Strukturen zu schaffen, die sie auch verkaufen lassen. Da wird ja nicht immer beteiligt. Also ich sehe, habe mich mit vielen Leuten unterhalten und es ist ich sehe keinen Grund, die GEMA aufzulösen. Ich sehe aber tatsächlich, dass die GEMA unglaublich viele Dinge tut oder erhält oder zulässt, die ihr schwer schaden, also die sie sehr angreifbar machen nach draußen. Und ich sehe den Sinn darin nicht. Vielleicht der Sinn kann ja tatsächlich nur darin liegen, dass einzelne Mitglieder ein starkes und monetäres Interesse daran haben und denen das dann egal ist, wie das nach draußen wirkt. Aber normal ist es nicht. Jetzt sind wir durchaus in so einem Bereich, der durchaus konstruktiv ist, glaube ich, auch für beide Seiten, die hier am Tisch sitzen. Wir haben eben gerade schon darüber gesprochen, diese 64 Delegierten der angeschlossenen Mitglieder, diese Zahl zu erhöhen. War das Bestreben dahinter, nach außen hin genau das zu signalisieren, was gerade angesprochen wurde? Okay. War das Vorschlag auf der Tagesordnung 2011? Der letzten Jahr und vorletzten Jahr. Auf wie viele Mitglieder erhöht werden soll? Ich weiß es nicht. 115, also. Also, ja, das war auch Sinn, weil tatsächlich erfahrungsgemäß 300 ordentliche Mitglieder. Die Problematik ist halt auch einfach, dass ganz viele Mitglieder über die vielen Jahre einfach so dieses Gefühl haben, dass sie nicht wirklich bei der GEMA was bewegen können und sich deswegen auch dafür gar nicht bewerben. Und da denke ich, ist aber die GEMA auch, weil es ja auch, wie Sie sagen, ein zentrales Interesse ist, in der Pflicht, bei den Mitgliedern viel klarer zu stellen, ihr habt wirklich die Möglichkeit, mitzubestimmen. Und dann eben auch, und da kam ja auch heute schon ein Vorschlag, zum Beispiel auch mal eine Basisabstimmung zu machen. Ihr versendet unglaublich viel Basisabstimmung, meine ich bezogen auf Themen. Was interessiert euch? Was ist für euch wichtig?
welche Bewegung, wo wollt ihr mehr Mitbestimmung? Ihr versendet unglaublich viel an die Mitglieder, an Informationen, das sind Broschüren von Virtuos bis sonst was dabei, mit unglaublich vielen sehr gezielten Interviews, aber wenig der Möglichkeit, wirklich direkt mitzumachen. Und das muss man immer wieder kritisieren. Da muss die GEMA noch gewaltig dran arbeiten, dass sich Mitglieder, die jahrzehntelang teilweise einfach das Gefühl haben, sie sind ja eh Mitglied zweiter Klasse, dass sie mehr angesprochen werden, weil dann werden sie nämlich auch ganz schnell bemerken, dass diese Menschen dann auch auf Delegation hinarbeiten werden und dann wahrscheinlich auch irgendwann mehr glücklich sein werden. Muss ich was zu anmelden? Das ist also nee, weil ich hatte gestern noch ein sehr interessantes Gespräch, weil ich habe die Tagesordnung gelesen und fand da zwei interessante Punkte drunter unter 22 bis 27, das ist als PDF-Download. Und ich habe mich aber über die vorsichtige Formulierung gewundert, die da in den Anträgen, also in der Begründung da drin steht. Ich habe mir aber erklären lassen, dass wenn ich alles auf einmal haben will, was möglich ist, ja, dann wird wahrscheinlich dagegen votiert werden. Das heißt, der Antragsteller versucht es Step by Step. Ja. Ich bin schon in Strukturen so weit informiert, dass ich weiß, dass es immer noch einen Anteil von Leuten gibt, der Neuerungen nicht besonders aufgeschlossen ist. Das heißt, also auch ganz viele Leute, die innerhalb ihres Vereins arbeiten, die Neuerungen weit aufgeschlossener sind, das schrittweise machen müssen und es sei nicht so schnell, wie uns das hier am Tisch verhakt vielleicht möglich ist. Also man muss das schon realisieren. Nein, ich wollte nur sagen, man muss ja die Leute auch mitnehmen. Ja, weil also wir haben ja auch repräsentativ die gesamte Bevölkerung bei uns, jung, alt, alle Formen von Musik, Urhebern etc. Ja. Und wir müssen uns halt versuchen, mit denen auch einen gemeinsamen Nenner zu verständigen, weil wir versuchen wollen, niemanden abzuhängen im besten Sinne. Und ich wollte nur daher kommen, weil zum Thema Delegiertenzahlen, wir haben uns auch selber Eigeninitiativ vorgenommen, das jetzt weiter zu beobachten und haben schon letztes Jahr beschlossen, dass wir spätestens in 3 Jahren die aktuelle Regelung zu den Delegierten nochmal eine Überprüfung unterziehen. Also ist das jetzt besser? Wir müssen überhaupt mal schauen, wir haben dieses Jahr eben wieder Delegiertenwahlen. Kriegen wir überhaupt genügend zusammen und all diese Themen, das heißt also für uns ist das Thema auch noch nicht zu Ende, sondern wir sind jetzt in dem Zwischenstadium, schauen uns an und sind auch bereit, dann da nachzusteuern, wenn also da es erforderlich sein soll. Also wichtig. Und wie sähe es damit aus, einfach Delegierte von allen Mitgliedern wählen zu lassen? Das heißt, diese jetzige, ich sag mal, Kastentrennung komplett aufzuheben und zu sagen, alle Mitglieder sind gleich und alle Mitglieder haben gleiches Stimmrecht, weil sie Mitglieder sind und nicht unterscheiden nach, wer verdient viel, der verdient wenig, wer verdient ist Verleger und hat damit automatisch mehr als der kleine Urheber. Einfach zu sagen, jedes GEMA-Mitglied hat die gleiche Stimme. Kastentrennung ist insofern ein sehr schönes Wort, aber ich glaube, wir haben vorher in der Runde schon erklärt, dass es hier nicht um Kasten geht von Mitgliedern gemäß Kastensystem, sondern... War bewusst von mir so gewählt. Ja. Dann lass uns bewusst hier so stehen. Okay. Ja, da kann ich eigentlich nur wiederholen. Also die Grundidee ist, wenn wir jeden aufnehmen müssen, der bei uns ein Werk anmeldet, aber zum Gesamtaufkommen nichts beiträgt, weil es nie aufgeführt wird, der soll halt weniger stark über die Geschicke des Vereins mitbestimmen sollen, als jemand, der eben substanziell für die Solidargemeinschaft beiträgt. Okay, das ist ja interessant, aber so auch noch fragwürdig, wenn Sie es gar nicht belegen können. Weil Sie ja in einem, oder in verschiedenen Teilen in ihrer Wertschöpfungskette auf Gutmaßung angewiesen sind. Naja, aber auch wenn man. Naja, es wird zwar so viel Geld generiert, aber Sie können ja nicht an verschiedenen Stellen, wie vorhin schon gesagt, belegen, welches Werk genau gespielt worden ist. Und daher ist das natürlich. Wo sich jetzt so die Katze und der Schwanz. Ja, also das ist natürlich, es ist an zwei Seiten sehr schief aufgezogen, wenn man sagt, auf einer Seite, du wirst nicht aufgespielt, deswegen darfst du nicht so recht haben, wie einer, der aufgespielt wird, gleichzeitig aber eigentlich gar nicht das genau belegen kann. Ja, tut aber dazu nur die Beobachtung, ja, dass sich seit Einführung des Pro-Verfahrens die Anzahl unserer ordentlichen Mitglieder substanziell erhöht hat. Das heißt also mehr Leute, also das ist ja immer so die Unterstellung, ja. Das Geld wird nach oben verschoben. Es ist genau der umgekehrte Effekt ist der Fall. Wir haben mehr neue ordentliche Mitglieder nach Einführung des Pro-Verfahrens pro Jahr dazu gewonnen. Seit 2001 ist das, glaube ich, oder? Wann wurde das? Ja, 2008. Ja. Aber nochmal, also das heißt... 400 Mitglieder, das ist doch, soweit ich weiß. Bitte? 400 Mitglieder, das ist ungefähr. Ja, sind 400 Mitglieder? Sind das so gekommen? Eher 1000, glaube ich, so, wenn ihr es wissen wollt. Wir haben jetzt 3,5. Ja, und wir hatten 2,1 irgendwie voll nicht alt. Noch eine Sache zu der Demokratisierung.
gerade wenn es darum geht, wann man das Level erreicht, dass man ordentliches Mitglied wird. Warum signalisiert es die GEMA nicht an ihre Mitglieder per E-Mail, hey, du wärst jetzt so weit, du könntest ordentliches Mitglied werden, weil es gibt nämlich genügend Leute, die sich darüber überhaupt nicht bewusst sind. Unsere Mitgliederabteilung schreibt die Mitglieder an, die in Frage kommen. Ich möchte aber auch noch eins erwähnen, es gibt genügend Mitglieder, die könnten, aber schlicht nicht wollen. Also darf man in der Diskussion auch immer nicht ganz unter den Tisch fallen lassen. Denn wenn Sie so wollen, also die ordentlichen Mitglieder tragen eben auch einen höheren Teil der Gesamtlast am Verein und dem kannst du dich willentlich entziehen, indem du also nicht ordentliches Mitglied wirst. Und es gibt also genügend, die also es nicht beantragen. Also, verantwortungs- oder finanziell tragen die mehr? Finanziell, weil sie zum Beispiel in die GEMA Altersversorgung und andere Themen einbezahlen, ja, was also außerordentlichen und angeschlossenen Mitglieder nicht kommen. Das heißt also zur Finanzierung des Gesamtvereins geben die mehr ab. Und es gibt Leute, die sagen, nee, also diese Form von Verein will ich nicht, ich will nur diese Inkasso-Funktion haben, ja, und die bleiben dann halt eben außerordentlich im Angeschoss. Das heißt, diese höhere politische Einflussnahme durch ein ordentliches Mitglied bekomme ich nicht aufgrund meiner wirtschaftlichen Marktbedeutung, ja, sondern auch nur durch die Bereitschaft, zusätzliche Angebote wie Altersversorgung mit anzunehmen. Wenn ich die nicht haben möchte, kann ich trotz meiner Marktbedeutung nicht als Ordnungsmitglied mitstimmen. Ja, man kann sich ja frei entscheiden. Ja, aber ich kann mich nicht immer wieder nur hopp oder kopf. Das ganze Paket oder nicht. Wie bei Creative Commons. Die ganzen Werke oder gar nicht. Also mit Altersversorgung also mitstimmen, aber ohne Altersversorgung kann ich nicht mitstimmen. Eben, warum hat jemand die Möglichkeit, obwohl er über die finanzielle Dimension kommt, zu sagen, ich will aber an die Solidargemeinschaft. Ich will das nur verstehen. Ja, so. Ist doch toll. Kann zur Klimastruktur Ich darf mal ganz kurz. Nee, ich würde jetzt noch mal ganz kurz. Okay, super. Wir sind nämlich jetzt bei 12.25 Uhr und ich würde gerne über Monika Staudt und Christopher Lauer in Richtung nächstes Thema steuern wollen. Ja, ich nämlich auch gerne. Vielleicht kriegen wir das einfach zum Wohl von uns allen hin. Ich habe eine ganz kurze Anmerkung zum Thema, wie kann sich die GEMA weiterentwickeln, was schon angesprochen war. Ich finde, es ist eine beidseitige Verantwortung und für mich ist es ein relatives Paradoxon, wenn GEMA-Mitglieder mir sagen, an der GEMA muss sich vieles ändern, gleichzeitig aber auch diese Bewegung aus dieser Mitgliedschaft dann auch nicht kommt. Ich würde mir sehr wünschen, dass Mitglieder, die starke Kritik gegen uns haben, auch konstruktiv daran mitarbeiten, dass sich die GEMA weiterentwickeln kann. Ja, der erste Punkt wäre schon mal, dass vielleicht gerade mit der GEMA in Hinsicht auf die Überwachung von Musikstücken oder Musikern zusammenarbeiten. Aber das ist super. Ich glaube, da habt ihr eine kompetente Mannschaft zusammen. Ja? Über Lauer zum nächsten Thema, bitte. Nee, also ich sehe das ja um einiges entspannter, was so die auch demokratische Verfasstheit und die Möglichkeit bei der GEMA irgendwie mitzubestimmen angeht, weil das kann man natürlich alles ganz furchtbar finden, nur ich denke, was Sie auch sehen müssen, und das wird mir jetzt auch immer mehr klar in dieser ganzen Diskussion über wie rechnen wir ab, was können Leute CC machen, wie demokratisch oder undemokratisch ist die GEMA innerhalb ihrer Struktur irgendwie verfasst. Also Sie haben das vollkommen richtig gesagt, es wird niemand gezwungen, bei der GEMA Mitglied zu sein und es gibt auch für andere Leute Möglichkeiten, sich als rechte Organisation dann da zu konstituieren. Ich glaube, die einzige Frage, die sich die GEMA als Organisation stellen muss, ist, wann ist der Punkt erreicht, wo die nicht mehr zeitgemäß halt dazu führt, dass man eben nicht mehr ein de facto Monopolist ist. Und ich sehe das halt an der Stelle einfach ziemlich entspannt. Also ich bin nicht hier, um sie zu irgendwas zu bekehren. Und jeder hat auch das Recht, komplett mit seiner Idee oder seinem Modell irgendwie zu scheitern. Ich finde es tatsächlich müßig, was mich noch zum Beispiel interessieren würde, aber vielleicht kommen wir da drauf. Das ist eine Frage, die ich auch neulich mal irgendwie laut gestellt habe, ist, warum gibt es zum Beispiel kein GEMA-Tube? Also wir haben in dieser ganzen YouTube-Debatte
haben wir ja immer wieder das, immer diese ne, also YouTube verdient unglaublich viel Geld mit GEMA-Musik durch die Werbung, die dort geschaltet wird und beteiligt also weder die GEMA noch die Künstler daran. Das ist so die Behauptung, die im Raum steht. Viele Leute ärgern sich dann darüber, dass dann immer bei YouTube diese Sachen da auftauchen, von wegen dieses Lied ist in ihrem Namen nicht verfügbar, kennen wir alles die Diskussion. Jetzt ist es mittlerweile so, dass natürlich diese ganzen Technologien, die dazu führen, dass man solche Sachen im Internet anbieten kann, diese Art und Weise, die sind ja kein Hexenwerk. Ne? Und da müssen wir jetzt nicht zu YouTube irgendwie gehen, sondern ich sage halt bei YouTube, ist ja noch nicht mal das Beispiel, aber wenn Sie sich alleine anschauen, wie viele Pornoseiten es mit Flashplayern oder HTML5 gibt, meine Frage an der Stelle, warum ist es dann nicht möglich zu sagen, die GEMA organisiert das mit den Inhalteanbietern, also den Labels, den Verwertern, GEMA-Content auf einer GEMA-Seite anzubieten. Sie haben im Grunde genommen den ganzen, also das ganze Drumherum unter Kontrolle. Also Sie wissen, Sie kümmern sich darum, was da für Werbung geschaltet wird. Sie wissen durch die Klicks, was da konsumiert wird. Vielleicht können wir das ganz schnell beantworten, bevor wir den nächsten Punkt machen. Also nach der GEMA-Lauer Shazam-Box GEMA-Tube. Warum kommt das nicht? Oder gibt es vielleicht sogar die Bestrebung von Mitgliedern, genau sowas zu machen? Also dazu ist uns durch die gesetzliche Lage verboten. Also erstens als Treuhänder dürfen wir nicht so eine Form von Unternehmen, also wir können nicht YouTube, bei uns mal hoch aufzuhängen, selber gründen, weil die damit verbundenen finanziellen Risiken, wenn es kaputt geht, sozusagen die Gelder unserer Mitglieder kostet. Und zweitens sind uns die Rechte nur zur Weitergabe, zur Wahrnehmung am Dritte übertragen. Das heißt, die GEMA selber darf die ihren eingeräumten Rechte nicht nutzen. Das ist ganz praktisch, wenn wir lange nach der Musik haben oder bei uns in der GEMA ist eine Veranstaltung, dann lizenzieren wir die und bezahlen Lizenzgebühren. Also da fehlen uns die Rechte. Naja, das verstehe ich. Gibt es denn dann Bestrebungen von Seiten der GEMA, wenn sie sagen, okay, mit Google, mit YouTube kriegen wir uns anscheinend nicht geeinigt. Wir gehen in den Dialog mit möglichst vielen Inhalteanbietern und sagen, Leute, wir müssen jetzt eine Lösung schaffen für Deutschland, die es uns ermöglicht, als GEMA die Rechte unserer Mitglieder wahrzunehmen. Das ist auch nicht. Das greift jetzt ein bisschen in diesen YouTube-Bereich rein. Ja, aber das können Sie auch rechtlich nicht machen. Du kannst schon mal bei Sony anrufen und fragen, hier Leute, wie sieht es aus? Aber Sie haben die Musikanbieter, falls ihr das nicht bekannt ist, haben eigentlich in der Regel ihre Deals. Machen. Ja, das haben die gemacht, aber genau. Dann wurde die gemacht. Lass uns vielleicht einmal noch die kurze und kompakte Antwort darauf entfernen, weil wir wirklich noch ein Thema haben, das relativ prominent im Raum steht. Also ich würde gerne auch sagen, dass wir jetzt zwei Themen noch aktiv anarbeiten. Das ist jetzt eins, was Sie jetzt gerne aufsetzen können. Und uns ist natürlich die Tarifreformgeschichte noch ganz, ganz wichtig, wo Ben, glaube ich, auch viel noch hat. Was ich noch zu der YouTube-Geschichte nur kurz gesagt hätte, und die betrifft jetzt nicht YouTube, sondern eben auch viele Streaming-Dienste, mit denen GEMA ja bereits Vereinbarungen geschlossen hat, Lizenzdienste geschlossen hat. Da fragen wir uns und auch ganz, ganz viele Mitglieder, warum denn diese Lizenzdeals, wie zum Beispiel mit Soundcloud, müssen öffentlich gemacht werden und nicht einmal für die Mitglieder selber. Die Tarife, auf deren Basis die Lizenzierung erfolgt, sind selbstverständlich öffentlich und im Rest sehen sie ihre Abrechnung. Also das ist ja genau eins der Hauptprobleme mit YouTube, wir können keinen Vertrag machen, den wir dann sozusagen niemandem herzeigen, sondern wir sind gesetzlich verpflichtet, die Preise, die wir für ein Geschäftsmodell verlangen, zu veröffentlichen. Und das ist eins unserer Hauptprobleme in diesen Diskussionen, weil YouTube das nicht möchte. Ich hab mal die Nachfrage dazu, um was geht es konkret? Geht es konkret um das Offenlegen des Vertragswerkes als solches? Oder geht es um die Tarife und die Abrechnungsmodalität? Das Problem, was hier bei den Chefs auch eben als das einfach ungeschickt in der Außenwahrnehmung ist, also klar ist, die man muss gesetzlich einem Anbieter, der Rechte nachfragt, auch Rechte anbieten, das ist klar. Und ich weiß auch, dass Google der Partner war, der das lieber hinter verschlossenen Türen hätte haben wollen, aber dafür gibt es jetzt nicht zwingend einen Grund.
Also da würde ich sagen, die GEMA sich natürlich blöd vorführen lassen, dass sie das gemacht hat, weil so ist wie im Berliner Wahlkampf hinterher bei der Koalitionsvereinbarung mit den Grünen zu sehen war, der kleinere Partner, und das sind sie in dem Fall, jedenfalls monetär, natürlich über den Tisch gezogen worden, weil das Spekulation Tür und Tor öffnet. Deswegen ist man, wenn man seine Position in dieser Hinsicht kennt, ist man natürlich irre, wenn man so einen Deal annimmt. Das wissen wir nicht. Also ich verhandle öffentlich mit dem Typ. Habe ich überhaupt kein Problem. Könnt ihr alle kommen, stellen mir eine Kamera auf. Sollten null Problem. Also aus unserer Perspektive ist es genau das. Da sind wir dabei. Hier in diesen ganz konkreten Gesprächen, und da bitte ich um Verständnis, wenn ich da aus diesen laufenden Gesprächen keine Details sagen darf, aber das war einer der Hauptknackpunkte, warum wir jetzt in den letzten Wochen nach dem Urteil des Landgerichts Hamburg noch nicht zu einem Abschluss gekommen sind. Da spielen viel mehr also Grundsatzfragen eine Rolle als sonstiges. Trotzdem muss man diese Transparenz ja zum Beispiel auch, wenn man sich den Deal anschaut, Apple iMatch, da bekommt man überhaupt keine Information, was da letztendlich fließt. Und so viel ich mitbekommen habe, ist da ja auch noch eine relativ offene Verhandlungslage da zwischen der GEMA und Apple. Also ich hatte selbst schon angefragt bei der GEMA, ob es da irgendwelche Zahlen zu Tarifen gibt. Da hieß es nur, das wird dann nach einem Jahr der Testphase irgendwie festgelegt. Und das war die einzige Information. Ich finde, das ist auch für Mitglieder zu wenig an Informationen. Ja, im konkreten Fall ist es richtig. Es ist hier, weil es eben ein also für uns ein jedenfalls neuartiges Geschäftsmodell ist. Also natürlich wissen wir, was eine Cloud ist, aber wir wissen nicht, wie wird es genutzt und welche finanziellen Chancen stecken da für unsere Mitglieder drin. Ja. Und vor dem Hintergrund haben wir eben gesagt, also man muss sich das eine Weile anschauen, um dann einen angemessenen Tarif zu finden. Ja. Denn das Problem ist ja, wenn du jetzt zu Beginn, wo das vielleicht nicht gut läuft, einen Tarif aufstellst, der dann nur noch, und das ist eine Besonderheit in dem deutschen System, nur noch sehr schwer verändert werden kann, und dann kommen wir ja nachher wahrscheinlich dann auch noch drauf, dann haben wir gesagt, also bevor du jetzt falsch dich preislich bewegst oder auf dem Deutsch zu niedrig für unsere Mitglieder, erstmal lernen über das finanzielle Potenzial und dann von dort aus weitersehen. Und das ist die Situation, in der wir hier stehen. So viel nachher zum Draufkommen ist gar nicht mehr üblich. Nur 25 Minuten, deshalb vielleicht wirklich jetzt in diesem Punkt rüber an die Tariflinearisierung, wenn es euch allen hier am Tisch genehm ist. Ich darf kurz um Verständnis bitten, ich habe noch einen Abschlusstermin, dass ich mich dann ausklinke. Vielen Dank. Ja, also, okay, einfach merke ich nur, das ist immer schwierig natürlich, das Wissen, weil ich auch Vergleichsverträge, das ist ja nicht, sind ja nicht der Einzige, der mit Online-Anbietern zusammenarbeitet. Wir wissen, dass Deutschland ein wichtiger Markt ist, wichtiger vielleicht als Holland. Also man kann nicht einfach machen, dass wir jetzt ja auch sind sie gut aufgestellt, diese Sachen nach draußen einfach ordentlich zu kommunizieren und zu in dem Zusammenhang in jedem Fall, weil sie da eine kleine Partner sind. Deswegen verstehe ich, also das ist immer, sie sind da immer schon sehr in der Deckung und es ist in dem Fall nachträglich für sie. Ich habe ja immer, das ist jetzt meine persönliche Meinung, die sich aus dem Studium vieler Artikel und Blogs und ähnlichen. Ich habe ja immer fast das Gefühl, dass viele auch sehr glücklich darüber sind, dass die GEMA in der Außenwirkung das tut, was sie tut. Was jetzt Ben hier gerade angesprochen hat, dass es manchmal unglücklich klingt und dann hat man jemanden, auf dem man das Problem personifiziert, sehr schnell vereinfachen kann, das aber tatsächlich komplexer ist. Ja, es ist in dem Fall besteht zum Beispiel überhaupt kein Grund, Freude zu sagen, ich finde die Aktion vom Google viel besser, weil ich finde das gar nicht der Fall. Aber ist natürlich total klar, wenn die Gegenseite überhaupt nicht in der Lage ist, also was ordentlich zu kommunizieren, weil sie dann automatisch eigentlich eine viel schlechtere Position nach außen hat als der andere Partner. Das ist natürlich totaler Quatsch, ich würde mir an diesem Verhalten. Also ich habe immer nicht verstanden, wie man sich so dermaßen schlecht verkaufen kann. Das lassen wir vielleicht einfach als persönliche Anmerkung, genau wie meine persönliche Anmerkung als persönliche im Raum stehen, lassen wir auf dem Tisch liegen und machen weiter mit der Tariflinearisierung, auch wenn es nicht genehm ist. Vielleicht fängst du auch direkt damit an, sind wir direkt im Thema. Das ist genau derselbe Punkt, wenn ehrlich ist das Prozedere ja, soweit ich weiß, so, dass sie mit den beteiligten Akteuren am Markt vorher sprechen. Ja? Die haben also es gibt also einen Wunsch nach Tarifvereinfachung. Das heißt, es wird natürlich im Vornherein schon mit Akteuren in diesem Feld gesprochen von Ihnen aus. Ja? Und wie üblicherweise kann ich mir auch gut vorstellen, die sagen, wir lassen mal alles so wie es ist. Ja? Und sie sind aber dann gesetzlich verpflichtet, einen Vorschlag zu machen.
Und den natürlich, was weiß ich, 5% über den jetzigen Quorum anzusetzen und ich das als Verhandlungsbasis runterhandeln lassen, ist natürlich auch Quatsch. Ja? 1000% ist allerdings sicherlich auch was, was sich schlecht verkauft. Deswegen finde ich auch, dass es geht einfach wieder darum, dass Sie einen Vorschlag gemacht haben. Es ist ja jetzt kein fertiger Tarif, gar kein angenommener Tarifvertrag, sondern ein Vorschlag eines Tarifvertrags, der ja diskussions- und verhandlungsfähig ist. Das heißt, die Prozent oder die Margen, die da drinstehen, sind nicht zwangsläufig die, die auch wahrscheinlich zustande kommen. Denn würden Sie das umsetzen, dann würden Sie den Mitgliedern massiv schaden. Deswegen kann ich mir gar nicht vorstellen, dass Sie das machen. Dass aber überhaupt ein Vorschlag in so einer Größenordnung dargeboten wird, für mehrsinnigen Inhalt, spricht für dasselbe, was ich vorher gesagt habe, dass ich es fantastisch finde, wie schlecht man sich verkauft. Dann ist das eine Frage, auf die Herr Schmid vielleicht jetzt direkt antworten kann, und auch mit Blick auf die Audio-Version des Ganzen vielleicht mal kurz zwei Sätze sagen kann, worum genau geht es bei dieser Tariflinearisierung, also was ist genau betroffen, und dann die Frage, die Bernd in den Raum gestellt hat, warum so? Ja, mache ich gerne. Wir sind in den letzten Jahren immer stärker kritisiert worden für unsere Tariflandschaft im Bereich des Aufführungsrechts und Wiedergaberechts. Kritisiert worden auf der einen Seite von unseren Kunden, auf der anderen Seite von unseren Mitgliedern und zur dritten Seite auch von der politischen Öffentlichkeit. Kritisiert worden im Hinblick auf intransparente Tarife, komplizierte Tarifstrukturen, wenig nachvollziehbar, unausgewogen, also alles in allem keine heute mehr anwendbaren Tarife. Hierzu gab es auch eine Petition, die sich unter anderem damit befasst hat, die Petition von Frau Westle von 2009. Und wir haben diese ganze Gemengelage für uns angenommen und haben intensiv mit unseren Verhandlungspartnern auf der anderen Seite, Sie wissen, die Tarife werden nicht einseitig festgesetzt, sondern werden verhandelt, mit unseren Verhandlungspartnern über eine Neustrukturierung sämtlicher Tarife im Veranstaltungsbereich gesprochen. Vielleicht zum Volumen ein Wort. Wir lizenzieren rund 1 Million Einzelveranstaltungen jährlich und rund 500.000 regelmäßige Veranstaltungen jährlich. Das sind dann die Barpianisten, das sind die Diskotheken, das sind die Clubs, die im Bereich der regelmäßigen Veranstaltungen organisiert sind. Für ungefähr 1,5 Millionen Veranstaltungen brauchen wir also eine neue Tariflandschaft, die nachvollziehbar ist, die transparent ist, die möglichst einfach ist, die am Markt gut nachvollzogen werden kann und die letztendlich, und das ist unser Auftrag, auch ein angemessenes Abbild, einen angemessenen Gegenwert für die Nutzung für die bei uns versammelten Mitglieder abbildet. Wir haben uns mit unserem Verhandlungspartner, der Bundesvereinigung der Musikveranstalter, hierüber seit dem Jahr 2007 bereits auseinandergesetzt. Seit dem Jahr 2010 haben wir es konkret verhandelt, neue Vergütungsstrukturen für den Aufführungsbereich, für den Veranstaltungsbereich. Und die Bundesvereinigung der Musikveranstalter, die sehr heterogen ist, besteht aus dem DEHOGA, dem Deutschen Hotel- und Gaststättenverband, besteht aus dem Hauptverband des Deutschen Einzelhandels, besteht aus dem Deutschen Tanzlehrerverband, also eine sehr bunte Mischung, ein Verband der Verbände, sah sich zuletzt im März 2012, am 22.03., nicht in der Position, nicht in der Lage, mit uns über einen konkreten Tarifvorschlag zu sprechen und zu verhandeln, mit dem Ergebnis, dort ein Einführungsszenario zu besprechen, wie dieser Tarif, der eine lineare Struktur, zu der ich gleich komme, vorsieht, wie der am Markt eingeführt werden kann. Sie sahen auch keine Möglichkeit, mit uns darüber zu sprechen, welche Branchenbesonderheiten in diesem Vergütungssatz berücksichtigt werden sollten, sodass wir letztendlich gezwungen waren, nachdem die Bundesvereinigung der Musikveranstalter die Verhandlung abgebrochen hat, diesen Tarif zu veröffentlichen und dann den gesetzlich vorgesehenen Weg zu beschreiten, so wie das Urheberrechtsgesetz und das Wahrnehmungsgesetz eben vorsieht. Wir haben am 13. April dieses Jahres den Vergütungssatz veröffentlicht im Bundesanzeiger, so wie das vorgesehen ist, und haben am gleichen Tag einen Antrag gestellt bei der Schiedsstelle zu diesen Vergütungssätzen. Und sind jetzt in der Situation, dass wir am 18. Juni wissen, ob die Bundesvereinigung diesem Schiedsstellenverfahren beitreten wird oder ob sie diesem Schiedsstellenverfahren nicht beitreten wird. Zur Tarifstruktur selber noch ein Satz. Der Tarif ist wirklich einfach, das ist uns gut gelungen. Wir haben das...
Wir haben das Ziel, dass wir zukünftig für die Urheber mit einem Anteil von 10% am Kartenumsatz, am sogenannten Türumsatz, beteiligt werden. Diese 10% sind aus unserer Sicht angemessen. Wir stützen uns da auf die ständige Spruchpraxis unserer Aufsichtsbehörde, der Schiedsstelle. Die sagt, 10% aus dem Kartenumsatz bei einer Veranstaltung ist der angemessene Anteil für die Urheber. Wenn man dann noch berücksichtigt, dass gerade im Club- und Diskothekenbereich der Anteil des Eintrittsgeldes rund 20% ausmacht, des Gesamtumsatzes eines Clubs und 80% aus anderen Quellen kommen, wie in dem Spielstättenbericht 2010. Das ist nicht so freundlich, mal so einen Club zu betreiben, oder? Weiß ich nicht. Ich habe mich nur auf Untersuchungen und Dokumentationen von Dritten verlassen. Und hier wurde das eben in diesem Spielstättenvertrag 2010, 2011 so dokumentiert, so festgestellt, nach einer Befragung von verschiedenen Clubs. 20% ungefähr der Umsätze kommen aus dem Eintrittsgeld und 80% der Umsätze eben aus anderen Bereichen. Und von diesem Eintrittsgeldumsatz wollen wir eine Beteiligung haben von 10%, die wir dann bei 1,5 Millionen Einzelveranstaltungen, brauchen wir das auch, in einem pauschalen Tarifansatz, in einer Tarifmatrix abgebildet haben. Das kann ich also nachvollziehen. Jetzt kann ich nur sagen, Moment, ich würde mal ganz kurz gucken, sind jetzt direkt Fragen, die sich direkt unmittelbar hier anschließen? Nö, die hat auch nicht die Zeit. Okay. Technische Frage. Wie machen Sie das? Ich kenne es in drei Veranstaltungen so, dass wir immer mit dem Stage Manager hingehen und beim Eingang stehen und jeden Klick, jeden Besucher aufnehmen. Wie rechnen Sie das hin an die Karten? Reichen das die Clubs ein, wie viele tatsächliche Karten verkauft wurden? Das ist genau das, was ich gerade eben gesagt habe. Wir brauchen natürlich bei 1,5 Millionen Einzelveranstaltungen auch einen pauschalierten Ansatz. Der pauschalierte Ansatz geht auf der einen Seite auf die Fläche der Veranstaltung, auf den Veranstaltungsraum und auf der anderen Seite eben auf das Eintrittsgeld. Hieraus ermitteln wir pauschal einen Umsatz unter bestimmten Annahmen. Treffen die Annahmen nicht ein, dann lizenzieren wir nach den tatsächlich erzielten Umsätzen. Also, auf der einen Seite, ich habe das Konzept verstanden und was ich daran gut finde, also das finde ich, ist tatsächlich die Tatsache, dass die Diskotheken dann eigentlich ihre tatsächlichen Umsätze auch offenlegen müssen. Das ist die Gegensteuerungsmöglichkeit, ist prinzipiell, aber fangen wir erstmal bei dem Tarif als solcher an. Ist das natürlich die ewige Annahme, für Einnahmen. Also ich habe jetzt die Summe, die dann bei mir rauskommen würde, in meinem Club ausgerechnet. Also ich würde sagen, es ist 10% meines Umsatzes. Da geht es jetzt um die konkrete. Also konkret ist ja bei mir zum Beispiel die Zahl so hoch, dass ich werde 10% meines Umsatzes dadurch sagen, es tut mir leid, das ist immer einer der Marktteilnehmer in meinem Geschäft, da gibt es also auch noch andere, die da mitkassieren möchten. Nochmal Rückfrage dazu, wären 10% von dem Türumsatz, so wie intendiert? Von meinem Gesamtumsatz. Das, was, also ja. Ich sage erst mal 10% vom Türumsatz. Ich sage, also was er da ausgeführt hat, bedeutet, dass die ausgeführt hat, bedeutet hat, dass Sie rechnen das über den Quadratmeter, ich habe also den Laden lizenziert für 16 Quadratmeter, gebildet, dann sagen 1200 Leute, die muss ich dann natürlich auch beständig drin haben, wenn ich dieses Quorum überhaupt erfüllen will. Nein, habe ich auch nur drei Veranstaltungen. 600 Quadratmeter sagen wir 600 Leute. Ach, okay. Und das ist die pauschale Grundannahme. Wenn sie nicht zutrifft bei Ihnen, dann werden wir nach den tatsächlich erzielten Umsätzen des einzelnen Veranstaltungen. Das ist ja wie bei anderen Sachen auch schon, ich bin natürlich in der Pflicht, das nachzuweisen, dass für mich eine Vollzeitstelle bedeutet, danke, die mit nichts anderem beschäftigt, als ihm meine Umsätze weiterzugeben. Auf der anderen Seite ist alles einfach nur der Tarif, so wie er dasteht, so wie ich ihn nachgerechnet habe, für das, was ich bis jetzt bezahle und das Tarifmodell dann für das nächste Jahr bedeuten wird. Und das wäre dann 10% meines gesamten Umsatzes. Und da kann ich natürlich nur sagen, dass es ist insofern illusorisch, den Vertrag, den Sie da gestrickt haben, der stimmt an verschiedenen Stellen nicht. Denn ich würde es betrauen, das jetzt natürlich nicht aus blindem Eifer. Ja. Aber da Sie halt mal der Marktteilnehmer sind, mache ich den Laden natürlich nicht. Also Sie tun Ihren Mitgliedern keinen Gefallen, weil ich unterstelle jetzt mal was, und ich würde da keine Antwort drauf machen. Ich unterstelle, dass Sie selber feststellen, dass im Online-Bereich Sie keine Sicherheit darüber haben, wie Ihre Margen aussehen oder in Zukunft aussehen werden, oder das jedenfalls noch nicht öffentlich machen, dass Sie im Tonträger-Verfügbarlegungsbereich stetig nachlassende Einnahmen haben und dass in diesen Bereichen, in denen ich da tätig bin oder auch als Boutique tätig sind, der unterliegt im größten Maße der Schätzung in all den Bereichen, die Sie haben, wo es eine Direktabrechnung am wenigsten möglich ist. Und die Partizipation, die Künstler haben, liegt in erster Linie bei den Live-Gigs, die sie haben, also beim Live-Umsatz und nicht beim Tonträgerumsatz oder sonst irgendwas.
heißt, sie versuchen eigentlich letztendlich an Geld zu partizipieren, das ihre Künstler an einer ganz anderen Stelle erwirtschaften und was ihnen meiner Meinung nach auch nicht zusteht. Aber das ist jetzt eine Vermutung. Ja. Der Vertrag als solcher ist in der Dimension, da mache ich jetzt keine Sorgen, der kann so gar nicht zustande kommen, weil dann haben sie ein massives Problem, das werden sie sich selber nicht zulassen. Das heißt, da ist meiner Meinung nach sehr viel Verhandlungsspielraum. Interessant ist also die Frage, ob die GEMA bereit ist, deutlich zu sagen, von vornherein, wo der Verhandlungsspielraum bei auch. Aber jetzt komme ich mir vor, keiner Geister. Akustisch. Die letzten drei Wochen habe ich akustisch nicht verstanden. Wo der Verhandlungsspielraum bei der GEMA auch jetzt eigentlich ist interessant. Ich denke, ja, von dem Punkt können wir die Verhandlungen und wollen wir die Verhandlungen auch nicht öffentlich machen. Wir hätten gerne verhandelt. Wir haben seit dem Jahr 2007 mit der Bundesvereinigung gesprochen. Die Bundesvereinigung hat in Bezug auf die Tarifverhandlungen mit der GEMA eine Monopolstellung. Und sie hat diese Monopolstellung letztendlich missbraucht, indem sie sich der Verhandlung verweigert hat. Nicht die GEMA hat die Monopolstellung in diesem Bereich, sondern in der Tat bei dieser Verhandlung die Bundesvereinigung, weil wir mit keinem anderen Verhandlungspartner verhandeln konnten. Jetzt, nachdem sich die Bundesvereinigung geweigert hat, diese Verhandlungen zu führen, verhandeln wir mit einzelnen Verbänden. Ob das der Diskothekenverband war, ob das die Karnevalsverbände sind. Oder das wird sie dafür ja verklagen oder eine einstweilige Verfügung. Also das das wissen wir noch nicht. Die HOGA hat die Möglichkeit, beziehungsweise die Bundesvereinigung, dem Schiedsstellenverfahren beizutreten. Wir hoffen sehr, dass die Bundesvereinigung diesem Schiedsstellenverfahren beitritt bis zum 18. Juni. Und dann sind wir in dem vom Gesetzgeber vorgesehenen Verfahren und dann wird die neutral besetzte Schiedsstelle sich diesen Vergütungssatz ansehen und wird da ein Statement dazu abgeben, einen Einigungsvorschlag. Oder vielleicht kann ich da nochmal nachfragen. Ist denn dieses Verfahren, so wie es bisher gelaufen ist, so intendiert gewesen? Oder ist da jetzt in Einzelfällen, die wir jetzt als Rechnung auch überall im Netz finden können, wo einfach Leute sagen, pass auf, jetzt so viele Leute, die besuchen mich, das mache ich in der Tür, das bleibt für mich übrig, das wird wahnsinnig teuer. Ist das von vornherein so bekannt gewesen oder ist das jetzt eine Überraschung? Man stellt fest, wo? Es war ganz sicherlich nicht so geplant. Es war natürlich geplant, dass wir mit der Bundesvereinigung der Musikveranstalter verhandeln können über diesen Vergütungssatz. Er ist jetzt so veröffentlicht worden, wie wir ihn der Bundesvereinigung auch zunächst mal vorgelegt haben. Aber wir haben gesagt, wir müssen darüber sprechen, wir müssen Branchenbesonderheiten berücksichtigen. Wir sehen, dass es Branchenbesonderheiten gibt, die dieser Tarif nicht abbildet, aber wir kennen diese Branchenbesonderheiten nicht im Detail. Deswegen lasst uns darüber sprechen. Lasst uns über die Situation. Vorschlag machen, also nur ganz kurz, den Vorschlag machen, der so eigentlich in seiner Qualität einigermaßen absurd ist, wie ich jetzt meine, dass Sie sich dann wundern, dass der Monopolist, den Sie bezeichnen, oder auf der anderen Verhandlungsseite, bevor er eine Verhandlung verweigert, wundert mich ja ehrlich gesagt nicht. Also ich hätte es ja auch aus meinem Büro geworfen, wenn ich gedacht habe, vielleicht ist es nochmal. Richtig, und was für eine Sache. Das kann ja nicht dazu führen, dass man sich einfach hinsetzt, sondern ich meine, du kannst doch nicht mehr machen, als einzuladen zu einer Verhandlung und sagen, komm, wir haben hier ein Thema, lass uns drüber sprechen und dann. Ja, das hört sich jetzt nur so an, ja, dass ich habe das schon mitgekriegt, die Verhandlung, ja, und auch, dass die Verhandlungen im Gegensatz zu vorherigen Verhandlungen sehr, sehr negativ verlaufen sind. Ja. Also, das heißt schon, dass die Vereinigung gemauert hat. Andererseits, wenn Sie jetzt sagen, dass mit diesem Vorschlag die Verhandlungsbühne betreten wurde, kann ich verstehen, dass gemauert wurde, weil da kann man sich ja nur im Kopf fragen. Also ich meine, es ist natürlich auch absurd, in eine Verhandlung mit so einer Vorstellung zu gehen. Also man darf natürlich eins nicht vergessen. Die heutigen Vergütungssätze, die stehen ja zum großen Teil auch sehr berechtigt in der Kritik. Wir belasten heute in der heutigen Struktur kleine und mittlere Veranstaltungsformate mit einem zu hohen Anteil und große Veranstaltungsformate mit einem zu niedrigen Anteil. Das wollen wir ändern. Wir wollen eine durchgängige, lineare Struktur haben für kleine und mittlere und große Veranstaltungen. Und wir entlasten, das darf man auch nicht vergessen, auch wenn immer wieder das Gegenteil behauptet wird, was es nicht richtiger macht. Wir entlasten im Bereich der Einzelveranstaltungen, der 1 Million Einzelveranstaltungen, rund 60% der Veranstaltungen, die sind nämlich von dieser Tarifreform entweder nicht betroffen, weil sie das gleiche zahlen wie vorher, oder weniger zahlen als vorher und zum Teil deutlich weniger zahlen. 40% der Einzelveranstaltungen werden natürlich
preislich intensiver. Und bei den regelmäßigen Veranstaltungen ist es so, und das sind die Veranstaltungen in Diskotheken und in Clubs, bei den regelmäßigen Veranstaltungen wird es im Regelfall immer teurer. Aber da bewegen wir uns natürlich auch in eine Frage der Angemessenheit der Vergütung. Da bewegen wir uns in die Fragestellung, was ist uns die Kreativität, was sind uns die Urheber wert? Und ganz ehrlich, wenn wir eine Veranstaltung haben mit einem Eintrittsgeld von 6 Euro, dann finde ich 60 Cent Anteil für die urheberrechtliche Leistung, die da genutzt wird, ganz bestimmt angemessen. Und jeder Betrag, der darunter ist, einfach kann nicht mehr. Wie die anderen auch gesagt haben, im Gegensatz zu einer Einzelveranstaltung mache ich nichts anderes als Musik zu fördern. Ich fördere tatsächlich ihre Kundschaft, und zwar in einem sehr hohen Maße. Das könnte ja eigentlich sehr höflich sein, zum Teil. Das ist nicht günstig, aber das ist da, was ich da tue. So viel dazu jetzt. Wir haben noch zwei Fragen, die ich gern vom Tisch klappen würde, wenn sich das jetzt anbietet. Die eine Frage ist schon halb beantwortet worden, nämlich ob auch irgendjemand jetzt im Endeffekt weniger zahlt. Im Clubbereich, ich kann das sicherlich auch selber recherchieren, aber das können Sie vielleicht gerade sagen, im Clubbereich bis zu welcher Größe zahlt ein Club in Zukunft weniger statt bis jetzt massiv mehr? Ich weiß zum Beispiel von Tanzveranstaltungen, die haben bisher 2000 Euro für die GEMA gezahlt, also Tanzschulveranstaltung, das ist ein Abschluss-Event, großer Saal, der gemietet worden ist. Die zahlen bisher 2000 Euro für die GEMA und sagen, boah, damit können wir auch leben. Und in Zukunft wird man 5000 zahlen. Das ist die Hälfte von dem, was wir insgesamt an dem Tag einnehmen. Und da sind noch keine Getränke bezahlt, da ist der Saal nicht bezahlt. Wir müssen alles teurer machen. Ist sowas einer der Spezialfälle, die hätten berücksichtigt werden müssen? Ja, es gibt eigentlich nur einen Spezialfall aus der heutigen Tarifstruktur heraus. Und das sind unsere sogenannten Pauschaltarife für Clubs und Diskotheken, die einen wirklich sehr pauschalierten Ansatz fahren. Jeder Club- und Diskothekenbetreiber, der einen Pauschalvertrag mit der GEMA hat, bezahlt für, ich sag mal, 16 Veranstaltungstage auf einer Fläche von 300 Quadratmeter, unabhängig vom Eintrittsgeld, monatlich 500 Euro. Egal übrigens, ob er eine Veranstaltung macht oder ob er alle 16 Veranstaltungen macht, auch hier eine gewisse Ungerechtigkeit zu erkennen in diesem Vergütungssatz. Dort ist es in der Tat so, dass jeder Clubbetreiber und jede Diskothek, die eine Lizenz nach diesem pauschalen Vergütungssatz haben, zukünftig im Regelfall mehr bezahlen, außer sie machen eben, und das ist ein kleines Segment, nur eine Veranstaltung in der Woche und die noch ohne Eintrittsgeld. Bei den Einzelveranstaltungen kann man sagen, und das sind die 1 Million Veranstaltungen, von denen wir 60% entlasten, von der Grundstruktur ungefähr bis zu einem Eintrittsgeld von 8 Euro, Sie kriegen dann nachher auch Unterlagen dazu, in der das grafisch aufbereitet ist, ungefähr bis zu einem Eintrittsgeld von 8 Euro auf der einen Seite und ungefähr 800 Quadratmeter Raumgröße auf der anderen Seite oder Veranstaltungsgröße werden die Veranstaltungen billiger, überwiegend billiger, was über eine Veranstaltungsfläche von 800 Quadratmeter hinausgeht oder über ein Eintrittsgeld von 8 Euro hinausgeht, dort werden die Veranstaltungen dann teurer gegenüber dem heutigen Tarif. Ganz kurze Anmerkung dazu, es geht dabei um den höchsten Eintritt. Das heißt, bei einer gestatteten Veranstaltung, die von 1 Euro Eintritt bis 50 Euro Eintritt geht, wird die 50 Euro als Maßgabe angenommen. Das heißt, da wird es dann massiv teurer. Hier hätten wir gerne mit dem entsprechenden Verband ein vernünftiges Prozedere verhandelt, wenn man solche, was ja nichts Unübliches ist, solche Veranstaltungen mit unterschiedlichen Eintrittsgeldern gut bewerten kann. Aber diese Verhandlung war leider nicht möglich. Aus meiner Sicht des Beobachters jetzt nochmal, das ist ja auf der einen Seite Linearisierung, also eine grobe Vereinfachung, um besseres verständlich machen von Tarifen und der Art und Weise, wie das funktioniert. Das haben wir ja ganz am Anfang unseres Tischgesprächs ja auch schon angesprochen. Bevor du das machst, ist in dem Tarif bei den Einzelveranstaltungen, das betrifft ja auch ganz oft zusammen die Schulgäste und dergleichen mehr, das ist richtig? Ja. Ich sag gleich was dazu. Genau, Frage dazu. Auch an euch, einfach als Anregung für mich zu mitnehmen im Handgepäck. Wie könnte man sowas denn besser machen? Denn jede Vereinfachung ist ja an sich ein recht komplexes Unterfangen, wenn man so eine Gerechtigkeit schaffen will, die ja auch genau in dieser Anmerkung anklingt. Also ich denke mal, dass die ganz häufig die
die Multiplikation von zusätzlichen Prozenten hinterher das Problem bei dieser Linearisierung macht. Ich sage nur mal ein Beispiel jetzt, gerade in der Clubkultur und jetzt in der alternativen Clubkultur, und die haben alle nachgerechnet festgestellt, oh je, das wird so teuer, dass wir echt drüber nachdenken müssen. Zumal ich kenne dann genügend Club, denen es wirklich so geht, weil die einfach schon wegen ihrer Nischenkultur an so einem Minimum fahren. Wenn dann aber noch so Dinge dazukommen, wo letztendlich kreative Veranstaltungen sogar abgestraft werden durch höhere Beträge, wie zum Beispiel, dass wenn Aufführungen von Computersystemen stattfindet mit Wave-Files, MP3-Files, werden ja 30% aufmultipliziert. Da frage ich mich dann schon, ob die GEMA sich eigentlich klar ist, was sie damit eigentlich abstraft. Weil gerade diese DJs jene sind, die ein kreatives Programm erstellen, oft spontane Mashups machen mit Systemen, mit wirklichen Mix-Systemen, live neue Tracks erstellen, im Gegensatz zu diesen klassischen DJs, der jetzt nur CDs auflegt. Und da ist genau dieses Problem. Das ist ein Konzert. Und dann ist noch möchte ich gerne da noch eine Frage mit einbauen. Bis es ja zu einer Einigung im Schiedsgericht kommt, schaut es doch auch so aus, ab dem Moment, wo dieser Tarif eingeführt wird, müssen Clubbesitzer diesen Betrag auf ein Sperrkonto zahlen, der eingeführt ist. Das bedeutet doch automatisch, dass diese Clubs, diese Nischenkultur, die da existiert, und jetzt sagt, wir werden damit nicht überleben, dass sie die jetzt schon zwingen, diesen Tarif zu bezahlen. Die machen dann unter Umständen zu. Das hilft denen dann auch nichts, wenn dann irgendwann das Schiedsverfahren anders ausfällt und die ihr Geld zurückbekommen, weil dann sind die nicht vorbei. Deswegen haben wir über fünf Jahre versucht, dieses Schiedsverfahren über Verhandlungen zu vermeiden. Aber wir hatten letztendlich, wenn sich unser Verhandlungspartner verweigert, keine andere Möglichkeit mehr, als diesen Vergütungssatz dann zu veröffentlichen und in dieses Schiedsverfahren Also, das ist mir wieder komplett egal, woran das jetzt gescheitert ist, weil es auch am Ende des Tages niemanden interessiert, woran das scheitert. Wenn ich irgendwie in einer Talkshow sitze und sagen muss, Herr Lauer, warum ist Ihre Partei so scheiße, dann kann ich auch nicht antworten, naja, die sind halt alle doof und ich kann nichts dafür. Also es interessiert nie einen Menschen, warum etwas nicht funktioniert. Ich will diese Grundannahmen in Frage stellen, ja, und ich nehme zum Protokoll. Man kann sich, wenn etwas nicht funktioniert, damit auseinandersetzen, tatsächlich, warum funktioniert es nicht und vielleicht habe ich Lust, etwas daran zu verändern. Und jetzt muss ich mal an der Stelle tatsächlich, was gerade an der Stelle so schön passt, einen Rundumschlag machen, wo wir hergekommen sind. Wir haben uns darauf geeinigt, die GEMA möchte möglichst genau die Rechte der bei ihr unter Mitgliedschaft stehenden Künstler wahrnehmen. Ja? Das heißt, es müsste im Interesse der GEMA sein, erstens, dass die Werke von GEMA-Künstlern, die eine möglichst hohe Verbreitung finden, zweitens, dass diese Werke, wenn sie dann verbreitet werden, angemessen vergütet werden, dass also die Interesse dieser Künstlerinnen und Künstler wahrgenommen werden. So, was wir hier gerade beschreiben, ist etwas, und das hat der Bruno schon ausgeführt, das hat Ben gesagt, eine Situation, wo Sie sagen, wir vertreten hier die Rechte unserer Mitglieder, indem wir eine neue Tarifstruktur machen, die aber, und das sagen Ihnen jetzt ein Clubbetreiber, ein selber Musiker und Labelinhaber, die DEHOGA sagt, ja, die sagen jetzt alle, diese Tarifstruktur, die neue, wird genau zum Gegenteil von dem führen, was sie eigentlich wollen. Nämlich dazu, dass Clubs an der Stelle die Zahlen waren irgendwie 500 bis 1000% mehr bezahlen müssen. Also nicht mehr, wie war das beim Watergate, wie waren da die Zahlen? Aber bei 15.700 im Jahr und wäre dann also mit der hohen Abschlag inklusive bei 95.000. Moment, ich komme, ja, ich weiß, wir haben keine Zahl und sonst irgendwas, aber das möchte ich an dieser Stelle nochmal gerne sagen, weil es trifft leider das Kernproblem, was ich hier in diesem ganzen Gespräch wahrnehme und wo wir natürlich auch keine Aktien mit drin haben, weil Sie irgendwie gucken müssen, wie verfassen Sie Ihren Laden. Aber wir hatten jetzt darüber gesprochen, okay, es werden einmal nicht, sag ich mal, die Schritte unternommen,
um die Abrechnung auf einem technischen Niveau stattfinden zu lassen, dass sie es ordentlich irgendwie hinbekommen oder sagen wir mal nicht in einem Maße verfolgt, das ist zumindest mein Eindruck, dass sie sagen, okay, bis 2000 wir mischen jetzt in der Zusammenfassung. Der Grund, warum ich hier am Tisch sitze, ist, glaube ich, dass ich genau in solchen Situationen nochmal reinspringe und sage, ich bin der Meinung, das ist jetzt hier. Empfehle ich Ihnen einfach Professor Dr. Reto Hilden vom Max-Planck-Institut für immaterielle Güterrechte. Und was er da von Kartellen der Angst beschrieben hat. Das bringt nichts. Ich kann Ihnen nur sagen, politisch wird es so aussehen, dass natürlich auch die Piraten in Berlin alles in Bewegung setzen werden, dass eine solche Tarifreform nicht kommt. Also wenn selbst der Gaststätten- und Hotelbetreiberverband, die DEHOGA, irgendwie sagt, das führt zu einem massiven Attraktivitätsverlust der Stadt Berlin, weil diese ganzen Clubs zumachen. Es führt dazu, dass es Einbußen gibt, sowohl bei Hotels als auch bei diesen Clubs. Ja? Und wir reden darüber als erwachsene Menschen, die alle wahrscheinlich irgendwie ein Studium absolviert haben oder es mal zumindest versucht haben. Ja? Wir reden darüber, auf der einen Seite, hier sollen Rechte wahrgenommen werden, und wir reden dann darüber, dass hier eine Regelung getroffen werden soll, die im Endeffekt genau das Gegenteil davon bewirkt, wofür Ihr Verein irgendwie da ist. Und da muss ich sagen, so viel kognitive Dissonanz ertrage ich an der Stelle nicht mehr. Das soll keine Beleidigung sein, aber nochmal, es ist einfach so, weiß ich nicht, da muss jetzt vielleicht irgendjemand anders kommen und eine Verwertungsgesellschaft gründen, die dann ein attraktiveres Angebot für seine Mitglieder hat als die GEMA. Aber so kommt man da an der Stelle nicht zusammen. Christopher Lauer mit dem abschließenden Rundumschlag von seiner Seite. Wollen wir noch einmal von der anderen Seite den Rundumschlag hören? Wir sind am Ende der Zeit angelangt. Ich würde noch gerne eine Sache zum Schluss sagen. Ich sehe das Ganze als einen wunderbaren Auftakt. Wir werden hoffentlich weiter in der Diskussion bleiben. Das hört sich gerade ein bisschen mehr nach einem wunderbaren Abschluss an. Ja, wir müssen das schon verschiedene Ebenen sehen. Wir werden bei der Tarifreform, was den Clubbereich betrifft, werden wir uns, denke ich, auch Frau Rufus wird sich bestimmt öfter ärgern, was sie an Pressemeldungen zu dem Thema von uns zu hören hat. Aber ansonsten arbeiten wir gemeinsam zusammen. Wir wollen nämlich ganz gezielt, dass Urheber mehr Möglichkeiten haben. Da sind wir d'accord, gemeinsam. Uns geht es um die Urheber, uns geht es aber auch um die Nutzer und uns geht es darum, dass wir den Urhebern neue Möglichkeiten auch gegenüber der ganzen Verwertungsindustrie geben. Da sind wir d'accord. Was diese Clubgeschichte betrifft, da sind wir auf keinen Fall d'accord. Aber Dissens muss bei so einem runden Tisch auch sein. Und deswegen sage ich einfach nur ganz lieb Dankeschön. So, und jetzt hat noch der Einlader einmal kurz das Wort und dann können wir hier die Veranstaltung als solche auch beenden. Ich übernehme das kurz und knapp. Ich bedanke mich ganz herzlich, dass ihr heute hier wart. Ich bin ganz sicher, wir haben eine ganze Menge interessante Impulse von Ihnen bekommen. Ich wünsche mir an dieser Stelle immer, wenn wir den Dialog fortsetzen, auch eine Bereitschaft von Ihnen, sich ein bisschen stärker noch in die Themen mit uns auch hineinzubegeben und dann auch in die technischen und rechtlichen Situationen, in der unser Haus einfach steht. Ich hoffe, dass Sie auch gesehen haben, dass es hier eine große Bewegung gibt. Diese Bewegung hat auch mit Reformen wie dieser Tarifreform zu tun, auch wenn ich das auf den ersten Blick so nicht erschließen mag. Aber das bedeutet nicht, dass wir, und ich denke, das ist ganz, ganz wichtig, das soll auch mein Signal sein, dass wir uns auch weiteren Gesprächen und Reformen nicht entziehen werden. Wir sind auch gerne bereit, wenn wir zum Beispiel vor der Schiedsstelle sein würden, was den Tarif angeht, mit Ihnen auch in dieser Zwischenzeit das Gespräch weiterzuführen. Ich denke, das ist vielleicht erstmal das wichtigste Signal an der Stelle. Und ich danke daran dafür, dass ich an einer solchen Diskussion teilnehmen konnte, die sowohl mit schüttelnden als auch mit nickenden Köpfen zu Ende geht. Mir hat das... Ich habe ja auch Spaß gemacht.
Ja, der Grund, warum ich jetzt einfach so auf die Tube drücke, ist, dass wir bis 14 Uhr das Ganze verabredet hatten. Das ist auch meine weitere, Terminplanung. Das heißt, ich muss hier einfach weg. Es spricht nichts dagegen, dass sich Menschen jetzt noch unterhalten oder sich mit Keksen bewerfen. Dem stehe ich durchaus positiv gegenüber. Ich sage Dankeschön und hoffe, das hat so ein bisschen zur Klärung und zum Finden von gemeinsamen Standpunkten oder auch von gegensätzlichen Standpunkten beigetragen. In dem Sinne herzlichen Dank. Darf ich noch ganz kurz Sie herzlich einladen, sich nicht nur mit Keksen mit uns zu bewerfen? Wir haben natürlich versprochen, dass es Ihnen wirklich die Möglichkeit auch nochmal gibt, jetzt einzeln mit uns im Gespräch off the record zu sprechen. Es gibt dazu selbstverständlich auch eine Semmel in die Hand. Also insofern sind Sie herzlich willkommen, zunächst definitiv zu kommen. Und jetzt noch eine Frage dann zum organisatorischen. Sie hatten ja vorher wegen der Pressegespräch, was hätten Sie dann gleich eine Zeit dafür? Ich habe das Leben jetzt über unsere Presse organisiert, dass wir heute noch die Presse bei uns in der Bundesgeschäftsstelle haben. Ich wollte Sie dann noch gleich bei der Bundesgeschäftsstelle. Das sind bei 100 Minuten Dauer drin. Es kann nicht alles zukommen. Das ist jetzt schon. Ich muss auch nochmal schnell um die Ecke. Ich bin schon da. Zwei Stunden über die Wissenschaft. Ja, das ist total. Das ist ja auch eine Vergebung. Ja, das ist klar. Aber das habe ich gut gehalten. Ich habe keinen Scheiß geredet. So kann man das aussehen. Ja, bitte.